Ja, also Frau Böwe, ich teste Ihr Fahrrad. Wenn wir Glück haben, dann sehen wir uns am Freitag Mittag zwischen 12 Uhr und 1 Uhr. So, persönlich, ich teste das Fahrrad, ja, damit wir uns ja nicht blamieren. Jetzt geht es runter und zwar mit Tempo 80. Ja, jetzt geht's runter. Man darf zwar noch 30 machen. Oh, oh, hier die Bremse. Jo. Eine schöne Gegend, der Innkanal. So. So, Dele. So. Mit einer Hand. Ich bin ein Genie. Frau Böhme, dieses Schmuckstück wird in wenigen Tagen zu Ihrem Besitz sein. Ne? Et voilà. Herkules. Diesen Sitz habe ich heute drauf gemacht. Warum? Ganz einfach. Weil er viel besser ist. Der andere war kaputt, der war wirklich miserabel und ich wollte mich ja nicht blamieren. Wie gesagt halt, dieses Fahrrad, ich habe alles mögliche getestet. Entschuldigung. Ein wunderschönes Fahrrad, Sie können es jetzt im Video viel besser sehen als mit meinem Foto, ne? Dieses Fahrrad habe ich seit Februar. Was ich noch hinzufügen möchte. Dieses Fahrrad hat ein Schloss. Der geht aber nicht, weil ich die Schlüssel nicht habe. Das wollte ich Ihnen noch sagen. Das ist das Lenkrad. Wie Sie sehen können. Warte mal, hier kann man es besser sehen. Ja, ne? Ja. Ja, genau. Schöne Gegend hier, Innkanal. Ne? Hier wohne ich. Wie Sie sehen können, am Lenkrad habe ich hier alles neu gemacht. Gummi, selbst besser. Und Gummi hier auch. Ich habe den silbernen Cäsarstreifen weggemacht. Hat ja wirklich beschissen ausgeschaut. Ne? Die Glocke. Geht wunderbar. So, wie gesagt, an dem Fahrrad geht alles. Nur. Wenn Sie die Gänge hochschalten, und zwar hier, das da, das ist die Schaltung, steht drauf 7 Gang, das wäre dann 1, 2, 3, 7, 7 Gang halt, ne? Wenn Sie raufschalten, hier raufschalten, dann entstehen solche Vibrationen, und diese Vibrationen, das sind, die kriege ich nicht raus. Ich weiß nicht, was es ist, aber ansonsten, ist alles okay. Katzenaugen. An den Felgen, ja, da gehen die Leute spazieren, die machen halt was für ihre Figur, aber ob das was bringt, ne, schönes Fahrrad, sehr schönes Fahrrad, ne, wunderbar, ne, mir kommen persönlich die Tränen, wenn ich das Fahrrad weggebe, aber was soll's, lieber in guten Händen. Die Lichter, Rücklichter, Sie haben gesagt, er ist etwas schief. Schauen wir mal, da hat sie vollkommen recht. Jetzt ist es nicht mehr schief, so. Frau Böhme, an dem Fahrrad sind einige leichte Kratzer. Aber diese Kratzer, ich meine, das Fahrrad hat, wie gesagt, Minimum 5 Jahre alt. Ne? Minimum 5 Jahre alt. Da könnte man ruhig ein paar Kratzer im Kauf nehmen. Was habe ich gesagt? Das ist ein Herkules. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu komme. Das ist ein KTM. Ich nehme alles zurück. Das Fahrrad ist der Marke KTM. Hier steht es drauf. Ich habe es verwechselt. KTM. Und es ist kein Herkules, sondern hier steht es genau drauf. KTM. Happy New. Happy New. Warte mal. Ja,
Er fährt langsam, hat er Angst bekommen. wie gesagt, das ist also kein Herkules, das ist ein KTM der Modellreihe Happy New. Keine Ahnung. Geprüfte Qualität, Gütezeichen, 30. Warte mal, das blendet so. Da steht drauf, Spezialtube, KTM, Spezial, Light, Steel, Quality. In wenigen Worten, Aluminium, Leichtmetall. Der Lack ist an dem Fahrrad, kann man sagen, für den Alter nicht schlecht. Da sind sogar, schau mal, Spinnhuttel. Ne? Ja. Hat nicht einmal Zeit gehabt, das Fahrrad richtig sauber zu machen, weil wirklich, ich möchte, dass das Fahrrad in guten Händen kommt. Ne? Wie gesagt, Sie können also den Sitz hier können Sie verstellen. Und was ich damit gemeint habe, Sie müssen mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Das heißt ganz einfach, was kleine Menschen nicht fertig bringen, das ist, so habe ich es gemeint. Mal sehen, ob ich das filmen kann. Ich bin ja groß, ich bin 1,80 Meter. Für einen Italiener zu groß. 7 Sie müssen mit dem Fuß links den Boden berühren, hier, den Boden berühren und die Hand am Lenker halten, so wie hier, und den Arsch auf den Sitz lassen. Das heißt ganz einfach, dann ist man berechtigt auf dem Fahrrad zu fahren. So sieht's aus. Ne? Der Preis ist heiß, es ist wirklich geschenkt, weil das Fahrrad ist wirklich der Gepäckträger, alles drum und dran. Ich werde dieses Fahrrad, Freiwillige Feuerwehr, sehr schön. Ich werde dieses Fahrrad auf jeden Fall, wenn Sie unterwegs sind, nicht alleine lassen, immer abschließen. Kaufen Sie sich ein Schloss im Aldi, im Penny, in Lidl, auf jeden Fall, und schließen Sie es immer ab, weil so ein Fahrrad ist eine Augenweite. Ne? Sehr schön. Dynamo, alles funktioniert. Die Klingel. Schöne Klingel. Glocke klingel, logischerweise. Klingelingeling, klingelingeling, jetzt kommt der Eiermann. So, was haben wir denn noch? Ne? Frau Böhme, ich wollte Ihnen heute schon den Film rüber zeigen, also rüberbringen, aber die Kamera hat nicht funktioniert, weil die Akkus waren leer und heute Mittag war ein sehr schönes Wetter. Wir hatten 30 Grad. Jetzt ist halt noch ein bisschen, naja, Dämmerung, aber gut. Wir sind hier am Innkanal, die Leute gehen spazieren, walken. Es kann auch vorkommen, dass im Innkanal sich jemand absäuft. Ne? Was sehen wir hier? Positron 7 steht drauf, das heißt ganz einfach 7 Gänge. Einfach 7 Gänge. Ja, was ich noch sagen wollte. Mit dem Daumen, hier nach vorne, niedrige Gänge mit dem Daumen. Mit dem Zeigefinger nach oben, höhere Gänge. Also mit dem Daumen nach vorne, niedrige Gänge. Mit dem Zeigefinger nach vorne, höhere Gänge. So sieht's aus. So, hier sehen wir noch einer, der walkt, wahrscheinlich 50.000 Kilometer. Wie gesagt, ich selber habe nichts mehr zu beanstanden an diesem Fahrrad, weil das Fahrrad ist einfach tadellos. Das Fahrrad ist echt tadellos. Wunderbar. Der Preis ist wirklich geschenkt. Wir haben hier Schnuffi. Schnuffi, dein Herrchen ruft, Schnuffi, ja. Der Hund wollte eine Probefahrt machen mit dem Fahrrad, aber. Was noch wichtig ist, Frau Böhme, logischerweise, hier, das ist die Rückbremse mit der linken Hand und mit der rechten Hand, das ist die Vorderradbremse. Oder verkehrt rum, aber wenn Sie mal 1000 Kilometer gefahren sind, dann beherrschen Sie das Fahrrad blind. So, jetzt machen wir eine kurze Pause. Ne? Dann hört sich wieder. Bis später.